Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen in der Stiftung Demokratie Saarland. Seit nunmehr 16 Jahren haben sich die afrikanischen Filmtage zu einer festen Institution in Saarbrückens Kulturprogramm entwickelt. Sie fördern die Auseinandersetzung verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen mit afrikanischem Filmschaffen, ermöglichen den Dialog zwischen Universität, Kultursektor und Zivilgesellschaft und nicht zuletzt sind sie Brückenbauer für den interkulturellen Dialog zwischen Afrika und Europa. Gerade bei dem zuletzt genannten Punkt geht es um das Aufspüren und Erkennen von Unwägbarkeiten zwischen den beiden Kontinenten sowie um das Bemühen gegenseitigen Verstehens, was sich auch der nachfolgende Vortrag zum Ziel gesetzt hat. Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr erstmals eine Veranstaltung der afrikanischen Filmtage hier in unserem Haus stattfindet und danken den Veranstaltern für die gute Zusammenarbeit. Begrüßen möchte ich nun ganz herzlich Professor Dietmar Hüser, Leiter des Frankreich-Zentrums der Universität des Saarlandes und heutiger Mitgastgeber, den Moderator des Vortrages Dr. Sylvia Bonubari, tätig an der Universität Omar Bongo sowie an der hiesigen Universität. Und ganz besonders begrüße ich natürlich den Referenten Professor Stefan Brühne, Associate Fellow der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Frau Paul. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir hier mit der Stiftung Demokratie Saar in Kooperation diese Veranstaltung durchführen können und freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich noch mehr, dass hier nicht nur wir hier sind, sondern ganz viele, die offensichtlich gerne zuhören möchten. Also es ist wirklich ein beachtlicher Zuspruch. Da kann ich wirklich nur den Hut ziehen. Ich bin sicher, es sind einige unter Ihnen, die gestern schon im Kino waren, die nachher wieder ins Kino gehen. Und vielleicht ist dieser Vortrag doch eine gelungene Verbindung zwischen dem Film gestern und dem, was Sie heute sehen können. Das würden wir uns jedenfalls wünschen. Also herzlich willkommen alle hier. Ich begrüße natürlich ganz besonders auch Stefan Brühne, der den Weg zu uns gefunden hat, einer der renommiertesten Afrika-Experten in der Bundesrepublik. Und ich glaube, wir dürfen sehr gespannt sein, was er uns nachher zu berichten hat. Und ich begrüße ebenfalls ganz besonders Sylvain Bonubari, der nicht nur Stefan Brühne gleich noch kurz vorstellen wird, sondern der auch sich bereit gefunden hat, die Moderation heute zu übernehmen. Also ganz herzlichen Dank besonders an Sie für Ihr Kommen. Sie werden vielleicht wissen, dass das Frankreich-Zentrum der Universität des Saarlandes seit inzwischen über 20 Jahren existiert und versucht sozusagen als Plattform für Frankreich-bezogene Aktivitäten an der Universität zu fungieren. Das Frankreich-Zentrum ist aber auch selber in Frankreich-bezogenen Dingen in unterschiedlichen Fachdisziplinen unterwegs, in Forschungsfragen, organisiert Kolloquien, organisiert Vorträge, hat zwei Publikationsreihen, die regelmäßig erscheinen. Und wir glauben, dass wir im Frankreich-Zentrum schon sowas wie der Kern der Frankreich-Kompetenz der hiesigen Universität sind. Wir beteiligen uns seit vielen Jahren an den afrikanischen Filmtagen, die wir natürlich nicht allein organisieren, sondern mit Partnern organisieren, mit dem Kino 8,5, mit der HBK Saar, mit dem Haus Afrika und mit der Universität Bayreuth, die sozusagen eine Schwesterveranstaltung immer im Jahr darauf organisiert. Wir denken, dass es wichtig ist, zeitgenössischen afrikanischen Film hier zu präsentieren. Nicht nur Filme zu präsentieren, sondern auch die Darsteller zu präsentieren, die Filmschaffenden zu präsentieren, die in eine gemeinsame Diskussion zu bringen und eben alle zusammen auch in eine gemeinsame Diskussion zu bringen mit Wissenschaft. Also es geht uns immer auch um interkulturellen wissenschaftlichen Dialog, um wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem afrikanischen Filmschaffen. Wir denken, dass wir hier im Saarland mit der HBK und mit der Universität des Saarlandes und dieser Beteiligung eben auch an den afrikanischen Filmtagen doch eine ganz beträchtliche Kompetenz in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit afrikanischem Film vorzuweisen haben. Ganz kurz noch ein paar Sätze zu unserem Moderator, der in Bayreuth studiert hat, dort promoviert hat 2001 mit einer Arbeit zum Albert-Schweitzer-Mythos in Afrika und Europa, wenn ich das richtig gelesen habe, der an der Universität des Saarlandes alles andere als ein Unbekannter ist, weil er seit vielen Jahren kooperiert, vor allem mit dem Lehrstuhl für interkulturelle Kommunikation, mit Hans-Jürgen Lüsebrink und Christoph Vatter, vornehmlich der vielfach hier gewesen ist als Stipendiat des DAD, als Gastdozent des DAD, als Humboldt-Stipendiat aktuell
hier ist und der auch an der Universität des Saarlandes am Lehrstuhl für Vergleichende und allgemeine Literaturwissenschaft von Christiane Solte-Gresser habilitiert. In seinem Hauptberuf ist er Maître de Conférence an der Universität in Libreville, Omar Bongo in Libreville in Gabun, ist dort Maître de Conférence für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften und auch für deutsche Literatur. Vielleicht so viel als Einführung. Ich denke, Sie wollen eher den Vortrag hören und die Moderation hören als mich. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie alle da sind und ich wünsche uns alle eine angenehme Veranstaltung und viele Erkenntnisse vor allem. Ja, vielen Dank, Professor Dietmar Hüser. Ich freue mich, hier Professor Stefan Brüne vorzustellen. Professor Brüne gehört, wie Sie gerade gesagt haben, zu den großen Spezialisten der europäischen Außen- und Entwicklungspolitik in Afrika, also mit dem Schwerpunkt Afrika. Er hat auch viel über Frankreich publiziert und seine Forschungsbereiche in den letzten, sagen wir, 20, 30 Jahren sind so im Zeichen der Beziehungen zwischen, also transkulturellen Beziehungen zwischen und transnationalen Beziehungen zwischen Frankreich, Afrika und Deutschland. Und ganz kurz über seinen Lebenslauf, hat an der Universität Berlin promoviert mit einer Arbeit über Äthiopien. Also man sieht schon bei der Promotion, dass Afrika so sein Lieblingsthema schon vor, sehr früh war. Und dann hat er so eine lange wissenschaftliche Karriere, erstmal in Hamburg und dann in Osnabrück. Professor Brüne war zunächst als wissenschaftlicher Angestellter am Institut für Afrikakunde, also sehr bekannt in Deutschland, aber auch weltweit, in Hamburg und dann als Hochschulassistent am Fachbereich für Kultur- und Geowissenschaften der Universität Osnabrück tätig. Und ab 1993 war er als wissenschaftlicher Referent am Deutschen Überseeinstitut immer in Hamburg aktiv. 1995 folgte dann die Habilitation am Fachbereich Kultur- und Geowissenschaften der Universität Osnabrück. Das Thema der Arbeit war schon damals die französische Afrikapolitik und die Habilitationsschrift lautete, also das, der Titel lautete Zwischen Hegemonie und Entwicklungsanspruch, die französische Afrikapolitik südlich der Sahara. Professor Brüne war auch Gastprofessor an mehreren Universitäten, ich nenne nur zwei, also die renommiersten sozusagen, einmal in Europa, Institut d'études politiques in Paris und in Afrika am Institute for Peace and Security Studies der Universität Addis Abeba in Äthiopien. Parallel zu der wissenschaftlichen Karriere war Professor Brüne oft in Afrika unterwegs als Expert, als Mitarbeiter der Intergovernmental Authority on Development in Djibouti und als politischer Berater der Europäischen Union Ausbildungskommission in Mogadischu in Somalia und zuletzt im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung in Juba in Südsudan. Er hat auch als Expert für die Weltbank, für die Bundesregierung und verschiedene europäischen Organisationen dann gearbeitet. Also wie man sieht, wir haben mit uns hier nicht nur einen Chercheur de Cabinet, jemand, der da in Berlin sitzt und von über oder von Afrika spricht, aber jemand, der auch nicht nur das Denken, aber auch vor Ort war und von seiner Erfahrungen dann berichten kann. Was mich persönlich mit dem Autor verbindet, ist ein Buch. Ich glaube, das ist aus seiner Habilitationsschrift. Das Buch habe ich in einem Artikel, ich weiß nicht, 5 oder 6 Mal zitiert, die französische Afrikapolitik, hegemoniale Interesse und Entwicklungsanspruch.
erschienen bei Nomos in Baden-Baden 1995. Also ich habe das Buch das war hilfreich, sehr hilfreich für meine eigene Arbeit über die französische Politik in Afrika. Für mich ein sehr gut dokumentiertes Buch, ein sehr präzises, mit tiefgreifenden Analysen. Also ich empfehle für Leute, die besondere Interesse an Afrika-Politik Frankreich haben, dieses Buch. Professor Brüner ist auch Autor von zahlreichen Aufsätzen, also ich werde die nicht hier aufzählen. Ich möchte nur gerne auf zwei Publikationen hinweisen. Einmal das 2005 erschienene Buch Europas Außenbeziehungen und die Zukunft der Entwicklungspolitik, Thesen und Reformvorschläge. Und mit Erhard und Justenhoven eine Studie über Frankreich mit dem Thema, also Frankreich, Deutschland und die EU in Mali. Also Chancen, Risiken, Herausforderungen, also ein ganz aktuelles Buch sozusagen. Mehr Gemeinsames als Trennendes, Fragezeichen, die Afrika-Politik, Frankreich und Deutschland im Vergleich, so lautet der Titel des heutigen Vortrags. Professor Brüner, Sie haben dann das Wort. Vielen Dank nochmal. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für diese Vorstellung und Einladung. Ich bin das erste Mal in Afrika gewesen im Jahr 1975, mit 25 Jahren nach meinem Studium als Mitarbeiter des Deutschen Entwicklungsdienstes in Äthiopien, in der Nähe von Addis Abeba. Und ich wusste damals wenig bis nichts über Afrika. Ich erinnere noch die ersten Bilder, Addis Abeba, das Wort, die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba, wenn man es übersetzt, ins Deutsche heißt es übrigens die neue Blume. Addis Abeba hatte damals 20 Millionen Einwohner. Nicht Addis Abeba, Äthiopien hatte 20 Millionen Einwohner. Im Zentrum gab es eine, die hieß Piazza. Man sieht, dass die Italiener da kolonial ihre Erinnerungen haben. Es gab die Piazza, es gab griechische Händler, es gab ein kleines Zentrum in der Nähe, es gab eine einzige Apotheke im ganzen Land. Und nach ein paar Jahren gab es auch ein einziges Fernsehgerät in Addis Abeba. Das ist jetzt 40 Jahre her und dem afrikanischen Kontinent stehen in den kommenden Jahrzehnten wegweisende und herausfordernde Veränderungen bevor. Man schätzt die Zahl der afrikanischen Einwohner heute auf etwa 1,1 Milliarden und Prognosen gehen davon aus, dass sich die Zahl der Afrikaner bis zum Jahr 2050 auf über 2 Milliarden verdoppeln wird. Diese Entwicklung geht einher mit einem starken Anwachsen nicht nur der afrikanischen Bevölkerung weltweit. 1950 waren nur 10% weltweit, wurden nur 10% aller Kinder weltweit in afrikanischen Ländern geboren. Im Jahr 2040 werden es bereits 40% sein. Und es kommt hinzu, dass über 50-60% der dann lebenden afrikanischen Bevölkerung unter 18 Jahre alt sein wird. Das heißt, dem afrikanischen Kontinent stehen große Herausforderungen bevor. Er umfasst gegenwärtig 55 unabhängige Staaten.
die allesamt Mitglieder der in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba angesiedelten Afrikanischen Union sind. Kein Zufall, dass das in Addis Abeba ist, denn Äthiopien war eines der wenigen Länder, das nicht kolonialisiert wurde, beziehungsweise die Italiener dann unter Mussolini mit britischer Hilfe besiegen konnte und somit eines der am wenigsten kolonialisierten oder nicht kolonialisierten Länder des afrikanischen Kontinents darstellt. Was hat der afrikanische Kontinent zu erwarten? Was wir in den letzten Jahrzehnten beobachten konnten, war zunächst einmal eine afrikanische Mittelschicht entwickelt sich. Ich erinnere, als ich für den DED da war, gab es Subsistenzbauern, wie gesagt eine Apotheke und daneben ein urbanes Publikum, wo die Griechen und Italiener den Handel dominierten. Diese Zeiten sind lange vorbei. Es gibt eine afrikanische Mittelschicht, die auch politisch zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es gibt nach wie vor ausländische Unternehmen, die ebenfalls zum Wachstum der Länder beitragen, insbesondere natürlich Interessen, Eigeninteressen haben, was den Energie- und Bergbausektor angeht, die aber auch in die Infrastruktur, in Dienstleistungen oder Telekommunikation investieren. Es gibt in Afrika in den meisten Ländern einen Mobilfunkboom, der zeigt, dass die moderne Technik zu gesellschaftlichen Veränderungen beitragen kann. Kleinunternehmer und Landwirte, das habe ich selbst in Somalia beobachten können, wickeln inzwischen ihre Zahlungen mit ihrem Handy ab. Und ich erinnere mich, als ich 1975 das erste Mal mit meinen Eltern in Wiesbaden telefonieren wollte, wurde ich zunächst von Debrecen, wo ich lebte, 50 Kilometer südlich von Addis, verbunden mit Addis Abeba, von Addis Abeba nach Rom, von Rom nach London, von London nach Wiesbaden und nachher konnte ich 2 Minuten mit meiner Mutter sprechen. Also Sie sehen, wie schnell der Fortschritt und wie groß der Fortschritt ist, der sich entwickelt hat. Dennoch kann eine Analyse der afrikanischen Zukunft nicht erfolgen, ohne dass wir uns die politischen Verhältnisse ansehen. Und das ist eine etwas gemischte Bilanz. Sie haben alle die Presseberichte gestern und vorgestern über das, was sich in Mugabes Simbabwe abspielt, gesehen. Ich selbst hatte damals noch die Gelegenheit, ihn, als er in Mosambik im Exil war, ihn zu sehen. Und es ist ein wenig traurig zu sehen, was sich 40 Jahre später alles nicht getan hat. Und ich erinnere nur, das sind dann so Bilder, die einem in den Kopf kommen, als ich, nachdem er etwa 20 Jahre an der Macht war, einmal in Harare war, sah ich einen seiner Minister völlig betrunken die Treppe runtertorkeln, weil er sich mit Mugabe überworfen hatte. Was will ich damit sagen? Es gibt nirgendwo trennen sich Präsidenten schwerer von der Macht als auf dem afrikanischen Kontinent. Ob Sie nun den Staatschef im zentralafrikanischen Ministaat Burundi nehmen, es ist nur ein Beispiel für eine lange Reihe afrikanischer Staatschefs, die in ihren Ländern zumindest teilverantwortlich sind für Bürgerkriege und die nach dem Ende ihrer von der Verfassung begrenzten Amtszeit freiwillig und nicht bereit sind, freiwillig abzutreten. Die Liste derjenigen, die jetzt die Verfassung geändert haben, damit sie über 2 Mandate hinaus ein drittes oder längeres auf Lebenszeit sogar bekommen, ist lang. Zu ihr gehört Langzeitpräsident Paul Biya in Kamerun, der seit 33 Jahren regiert. Und Sie haben es der Presse gestern entnommen, Mugabe ist inzwischen 37 Jahre an der Macht oder vielleicht seit gestern auch nicht mehr. Es werden in Zukunft, in den kommenden Wochen, wichtige internationale Konferenzen stattfinden. Es geht um eine europäisch-afrikanische Konferenz, die in Abidjan stattfinden wird, also der EU-Afrika-Summit. Dann gibt es parallel dazu auch in der kommenden Woche von der Afrikanischen Union in Addis Abeba organisiert eine Tagung, die eine afrikanische Zollunion organisieren will. Und es gibt gleichzeitig auch Versuche, insbesondere der französischen Politik, zu sehen,
ob nicht Deutschland und andere Länder eingebunden werden können in das Projekt einer gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Das bringt mich ein wenig zu Frankreich und zu den Erfahrungen, die ich dort gemacht habe. Ich bitte um Verständnis, es sind manchmal etwas plakative Zuspitzungen, wir haben auch nicht viel Zeit, aber es sind Erfahrungen, die ich gemacht habe und die ich Ihnen nicht vorenthalte. Zitat: Die Kolonialisierung ist Teil der französischen Geschichte. Sie ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, eine wahre Barbarei. Diesem Teil der Vergangenheit muss man sich stellen und sich bei denen entschuldigen, denen wir das angetan haben. Zitat Ende. Der Autor des Zitats ist der französische Präsident Emmanuel Macron. Frankreich hat lange gebraucht, sich mit seiner eigenen Kolonialvergangenheit auseinanderzusetzen und natürlich zu Recht mitunter darauf verwiesen, dass nachdem die französische Kolonialmacht nicht mehr beispielsweise in Algerien einflussreich war, dass die politischen Verhältnisse sich nicht automatisch verbessert haben, sondern dass es eine Reihe von Wirrungen und Irrungen gegeben hat. Aber immerhin, das ist das erste Mal, dass sich ein französischer Präsident in dieser offenen, entschuldigenden Art und Weise mit der kolonialen Vergangenheit Frankreichs auseinandersetzt. Frankreich ist nach wie vor allem im sogenannten frankophonen Afrika politisch engagiert und nicht nur politisch, sondern auch militärisch. Es finden sich gegenwärtig französische Truppen in Mali, im Niger, im Senegal, im Tschad, in Mauretanien, in der Côte d'Ivoire, in Gabun, in der Republik Centrafricaine, in Somalia und in Djibouti. Frankreich hat in der postkolonialen Zeit, also nach 1960, im subsaharischen und Afrika und in Nordafrika mehr als 50 Mal militärisch interveniert. Und die französischen Truppen haben nach wie vor, wenn man das weltweit sieht, die fünft oder sechst höchsten Militärausgaben weltweit. Wenn man die westlichen Gemeinschaften anguckt, dann sind nur die Amerikaner, sind die Amerikaner diejenigen, die mehr Geld für Militär ausgeben. Und wie gesagt, ein Großteil des Gelds fließt in den afrikanischen Kontinent. Die französischen Truppen gelten als relativ effizient und sie sind natürlich auch aufgrund der historischen und sprachlichen Verbindungen, kulturellen Verbindungen nach wie vor Ort von großer Bedeutung. Und Frankreich ist nach wie vor, auch was die Innenpolitiken seiner afrikanischen Partner angeht, ein wichtiger, zum Teil ausschlaggebender Partner. Die Beziehungen zu Gabun sind die ganze Zeit sehr eng gewesen und die Karrieren, dass man sozusagen als afrikanischer Offizier dann in der eigenen Regierung eine Position einnimmt, das ist nicht auf Gabun beschränkt. Da gibt es also eine Reihe von Einflussmöglichkeiten, die nach wie vor fortbestehen, selbst wenn die sich sozusagen ein wenig modernisiert und geändert haben. Als ich das erste Mal in Abidjan war, hatte ich die Gelegenheit, den Untergrundtunnel zu besichtigen, der die französische Botschaft in Abidjan mit dem Präsidentenpalast in Abidjan verband. Also man war auf vieles eingestellt. Im Moment, und jetzt komme ich zu Mali, wo die französischen Truppen ja im Moment neben Bundeswehrsoldaten engagiert sind im Rahmen einer UN-Mission, kann man sich natürlich fragen, was kann man da ausrichten, was kann man machen. Ich selbst bin damals für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Mali gewesen, vor etwa 20 Jahren. Damals hoffte man, dass man den Tuareg-Konflikt, das Land ist ja 3,5 mal so groß von der Fläche wie Deutschland,
dass man den Tuareg-Konflikt würde friedlich beilegen können. Und wir waren damals, ich erinnere mich, sehr froh, dass wir dann die Tuaregs überzeugen konnten, ihre Waffen zu verbrennen. Und dass wir alle hofften, es würde eine weniger gewaltförmige Zukunft geben und es würde politische Kompromisse geben, die die Bedeutung des Militärs und der Waffen reduzieren würden. Wenn wir heute auf Mali gucken, stellen wir fest, dass die Bundeswehr mit etwa 800-900 Soldaten dort präsent ist, die französischen Truppen ebenfalls. Und wir stellen fest, dass vor allem die Soldaten des Tschad zusammenarbeiten mit der französischen Armee und auch mit der malischen Armee. Als François Hollande damals mit seiner Amtszeit begann, hatte er noch versprochen, sozusagen mit Françafrique, dieser engen Beziehung, klientelistischen Beziehung zwischen französischen Unternehmen und auch der französischen Politik zu brechen. Es gab damals einen Elsässer, Jean-Marie Bockel, der dann in den ersten zwei Jahren der mit der orangen Präsidentschaft versuchte, einen Graben zu ziehen zwischen denen, die er Dinosaurier von Françafrique und der französischen Politik nannte, und denjenigen, die Beziehungen modernisieren sollten. Er war nur zwei Jahre im Amt und wurde dann entlassen, und zwar auf Bitten des gabonesischen Präsidenten, der gute Beziehungen zu Frankreich hatte und seine eigene Machtposition gefährdet sah durch einen Reformer, der mit dem überkommenen Françafrique Schluss machen wollte. Warum sind jetzt die französischen Truppen und auch die Bundeswehr in Mali? Wir erfahren relativ wenig. Die deutsche Verteidigungsministerin von der Leyen hat kürzlich erklärt, als sie gefragt wurde, warum Deutschland in Mali sich militärisch engagiere, das sei natürlich kein Kampfeinsatz, das ist klar, sondern es ist eine Ausbildungsmission für die malische Armee. Und man würde die Infrastruktur unterstützen mit Luftaufklärung und dergleichen mehr. Und sie sagte, das ist jetzt Zitat von Frau von der Leyen, wir sind über unseren Schatten gesprungen. Ähnliches hätte François Hollande sagen können, der, als er an die Macht kam, sagte, er würde nicht mehr in Afrika militärisch intervenieren wollen, dann aber sich umentschlossen hat, innerhalb weniger Stunden. Und die Franzosen haben ja, wenn es um Auslandseinsätze geht und die Geschwindigkeit von Auslandseinsätzen im Vergleich zu Deutschland den Vorteil, dass sie keine Parlamentsarmee haben, die über Auslandseinsätze befindet, sondern dass der Präsident selbst innerhalb von einer halben Stunde, so hat es Giscard getan, über solche Einsätze entscheiden kann und konnte. Da spielt natürlich, und das ist komplex, wenn es um die europäische Zukunft geht, eine Rolle, dass wir hier zwei unterschiedliche politische Systeme, unterschiedlich strukturierte politische Systeme haben. In Frankreich mit einem Präsidialsystem, die dem französischen Präsidenten weltweit mit institutionell gesprochen die meiste Macht verleiht. Und wir haben es in Deutschland, das ist das Resultat der deutschen Geschichte, mit einer dezentralisierten Politik zu tun, die stärker institutionell gebunden ist, als das in Frankreich der Fall ist. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung zum deutschen Engagement und zum französischen Engagement. Was mir aufgefallen ist als Wissenschaftler, der die Dinge von außen betrachtet, es gibt eigentlich relativ wenig Empirisches über das, was vor Ort erreicht wird. Weder die Deutschen noch die Franzosen äußern sich dazu. Und in der Berliner Community ist die Rede von einem Maulkorb-Erlass der Verteidigungsministerin, die deutschen Soldaten in Mali auch daran hindere, Pressekontakte zu haben und Informationen preiszugeben über die Erfolge des deutschen Engagements in Mali. Für die Franzosen gilt etwas Ähnliches. Das heißt, wir haben es mit einer Situation zu tun, in dem wir nur begrenzt Informationen darüber haben, was tatsächlich vor Ort passiert und geschieht. Und wenn es um die französische Afrikapolitik geht,
gibt es immer noch zwei Sichtweisen. Die einen sagen, man muss brechen mit Françafrique. Auf der anderen Seite gibt es nach wie vor gut verbündete klientelistische Kreise in Westafrika. Und es ist kein Zufall, ich hoffe, ich bin nicht so anekdotisch, dass Robert Bourgi, einer der Berater, ein libanesischer Berater des französischen Präsidenten, François Fillon, als dieser Präsidentschaftskandidat wurde, kostenlos drei Anzüge zu je 6.000 Euro finanziert hat. Also Sie sehen hier auf einer anekdotischen Ebene, dass da im Hintergrund noch historisch gewachsene Klientelbeziehungen eine mitunter maßgebliche Rolle spielen. Man kann sich natürlich umgekehrt fragen, wie kommt das? Es gibt viele Militärs und unter anderem auch das amerikanische Militär, aber auch Karl-Heinz Kamp, das ist der Präsident der Deutschen Sicherheitsakademie, der hat gesagt, few countries have the military capability and political will to take unilateral military action when it is needed, but France is one of them. Wenige Länder haben den politischen Willen und die Möglichkeiten, sich militärisch in Afrika zu engagieren. Und Frankreich ist eines davon. Das französische Verteidigungsbudget ist höher als das deutsche. Frankreich hat 60 oder 63 Millionen Einwohner, Deutschland hat 80 Millionen. Es gibt darüber auch eine politische Debatte. Jetzt vor dem Hintergrund der in Aussicht genommenen gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik und auch der Trumpschen Interventionen und Forderungen nach erhöhtem Militärbudget ist also abzusehen, dass sich das Militärbudget erhöhen wird. Hinzu kommt, dass Kritiker anmerken, das französische Budget, das sowieso höher ist als das deutsche, sei in Wirklichkeit noch höher, weil ein Großteil auch der militärbezogenen Ausgaben über andere Ministerien und nicht über das Verteidigungsministerium abgewickelt würden. Das müssen Wissenschaftler auf Dauer, dem müssen sie nachgehen und sehen, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Die Frage ist aber, was können eigentlich ausländische Mächte bewirken im Hinblick auf eine friedliche Entwicklung in Ländern, in westafrikanischen Ländern? Und hier beginnt ein großes Dilemma und hier habe ich mehr Fragen als Antworten. Weil ich auf der einen Seite beobachte, es gibt eine heranwachsende Jugend, es gibt eine schnelle politische Entwicklung in vielen Ländern. Also wie gesagt, das Äthiopien, das ich kannte, hatte 20 Millionen, heute hat es 100 Millionen Einwohner. Damals gab es eine einzige Universität und der Kaiser, nämlich Haile Selassie, teilte die Zertifikate dieser Universität an die Studenten aus, die ihm dabei nicht in die Augen gucken durften, weil das eine Provokation des Kaisers gewesen wäre. Und sie mussten also den Kopf senken und das kaiserliche Zertifikat entgegennehmen. Also heute, wie gesagt, 34 Universitäten, da hat sich sehr viel getan. Bevölkerungsmehrheit, die ethnischen Konflikte und dergleichen mehr. Das ist heute ein anderes Land. Wenn Sie durch das Zentrum von Addis Abeba fahren, dann ist die Pollution sehr viel höher als beispielsweise in Hamburg oder in Paris. Dennoch, für die deutsche Politik oder für die europäische Politik und vor allem, wenn die Deutschen mit denen, und das sollte ja mein Thema sein, wenn die Deutschen und die Franzosen in Afrika zusammenarbeiten wollen, dann fragt man sich natürlich, was können sie da gemeinsam tun? Meine persönliche Auffassung ist, dass das Engagement in Mali weitgehend zurückgeht, ich treibe jetzt ein bisschen, ich würde es schriftlich dann anders formulieren, auf den Wunsch Deutschlands, ein gutes Verhältnis zu Frankreich als Nachbarland und als Verbündeten zu haben und dass es weniger mit Mali und den Möglichkeiten, die die deutsche Politik in Mali hat, zu einer friedlichen Entwicklung beizutragen, zu tun hat. Das hieße also, dass die deutsch-französischen Beziehungen wichtiger wären und dass man die Frage stellt, was können sie vor Ort erreichen, von nachgeordneter Bedeutung. Diese meine Position würde unterstrichen von beispielsweise internationalen, ob bei der UN tätigen Kolleginnen und Kollegen, die zu folgendem Ergebnis kommen. Hier, ich zitiere Funmi Olisakom, der sagt, in all peacekeeping and peace support missions in West Africa, the contents have often been determined by the nature of actors more
than the situation on the ground. Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe bei Aufenthalten in der Côte d'Ivoire und in Mali. Es geht oft um innereuropäische Belange, die mit innereuropäischen Interessenlagen zu tun haben, und es geht weniger um Afrika. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, angesichts von afrikanischen Gesellschaften, die sehr stark geprägt sind von einem großen Unterschied zwischen einer kleinen politischen Elite, die militärisch und politisch das Land beherrscht, und einer großen Bevölkerungsmehrheit, ist es natürlich schwer, eine Strategie zu entwickeln, und vor allem wird es kaum möglich sein, innerhalb der kommenden paar Jahre eine Strategie zu entwickeln, in der sich die Mittelschicht so entwickelt, dass sie zu einer im westlichen Sinne demokratieorientierten Entwicklung beitragen kann. Also wenn man so will, die normativen Ansprüche, die wir haben, sind sehr gut und sollten beibehalten werden. Andererseits gibt es so viel ordnungs- und geopolitische Einflüsse von außen, und auch die afrikanischen Gesellschaften sind derart strukturiert, dass es schwer fallen wird, sozusagen ein an unserem Industrialisierungsmodell orientierte Entwicklung auf den Weg zu bringen. Ich weiß noch genau, als ich das erste Mal nach meinem Äthiopien-Aufenthalt 2 Jahre lang, und Äthiopien war nicht kolonialisiert und da gab es viele Subsistenzbauern, nach Nairobi kam, um da 4 Wochen Urlaub zu machen und ein weiteres afrikanisches Land kennenzulernen, war ich sehr erstaunt, dass ich im Zentrum von Nairobi in einem Hotel wohnte, das mich eher an London als an Afrika erinnerte. Ich habe dann mich mit den Bediensteten da im Hotel außen ein wenig unterhalten. Und die haben mir gesagt, das fand ich ganz spannend, ich habe sie gefragt, warum wohnt eigentlich die Bevölkerungsmehrheit in Slums außerhalb? Und warum gibt es da den Golfplatz, den ich sehr schön finde? Aber und warum müssen die Leute, die in Nairobi im Zentrum arbeiten, 20 Kilometer mit ihren Matatus, also den kleinen Bussen, zurücklegen, um zu mir am Arbeitsplatz zu kommen? Und warum können sie da nicht leben und siedeln? Also es war das Erbe ein wenig der kolonialen Europa, der Kolonialzeit, der britischen Kolonialzeit. Da guckte man mich groß an und habe da ein bisschen Swahili probiert, und dann sagten die, ja, ist doch völlig klar, sagten die mir auf Swahili. Mit den Weißen machen wir Folgendes. Entweder wir bedienen euch oder wir beklauen euch. Das war ein wenig der Zeitgeist damals. Und das hat sich natürlich jetzt mit den sich entwickelten Mittelschichten ein wenig verändert, aber spielt nach wie vor eine große Rolle. Das britische Erbe ist nach wie vor ein solches. Ich habe gerade gestern noch mal eine Statistik mir angeguckt, aus der hervorgeht, dass die Einkommensunterschiede in afrikanischen Ländern in den ehemaligen britischen Kolonien am höchsten sind. Dennoch stellt sich jetzt natürlich die Frage, was kann Deutschland, was können die Franzosen erreichen? Kann es sinnvoll sein, sozusagen sich militärisch zu engagieren? Ist es idealistisch zu sagen, die Deutschen müssten einen zivilgesellschaftlichen Ansatz stärker in den Vordergrund rücken? Macht es wirklich Sinn, sozusagen zu einer europäischen europäisches Verteidigungssicherheitsbündnis zu hoffen, oder ist das eine Illusion? Macron hat hier jetzt zumindest rhetorisch neue Akzente gesetzt. Das ist sicher auch eine indirekte Reaktion auf die Trump'sche Präsidentschaft. Und langfristig als Illusion könnte man natürlich die Illusion einer europäischen Armee haben. Aber auf der institutionenbezogenen und finanziellen Ebene müsste dafür natürlich viel geklärt werden. Ich sehe nicht voraus, dass wir in Kürze eine europäische Armee haben werden. Aber die deutsche Bundesregierung hat sich ja zumindest dafür eingesetzt, dass nicht nur Frankreich und Deutschland, sondern inzwischen ja über 20 Staaten sich an dem Versuch der Einleitung einer stärkeren Koordination deutscher, europäischer und französischer Politik, auch militärbezogener Politik, beteiligen. Das bringt mich zu einer weiteren Frage. Wie kann Deutschland angesichts oder Frankreich angesichts der geschilderten Dilemmata überhaupt agieren? Die Einflussmöglichkeiten sind, wie gesagt, begrenzt.
Auch dort, wo Frankreich militärisch interveniert hat, gibt es Verschleißerscheinungen, ist man nicht so effektiv, wie man wollte. Ich nenne als Beispiel Djibouti, wo ich 5 Jahre gearbeitet habe. Als ich dort arbeitete und anfing, gab es damals nur die französische Armee, die inzwischen immer noch da ist, obwohl es inzwischen mal ein Weißbuch gab, das vorsah, diese Militärbasis in die französische Militärbasis in Djibouti zu schließen. Das ist da nicht passiert. Die Franzosen haben sich bereit erklärt zu zahlen. Bislang waren sie kostenlos vor Ort gewesen. Inzwischen zahlen sie. Und das ist vielleicht auch von Bedeutung und wichtig, inzwischen gibt es neben der französische Militärbasis, vor allem die amerikanische, mehrere tausend Soldaten, sehr effizient organisiert und von Stuttgart aus vom Afrikom-Kommandozentrum organisiert und verwaltet. Und hier kommen wir zu einem weiteren Problem. Es gibt noch eine weitere Diversifizierung sozusagen der militärischen Präsenz ausländischer Mächte. Es gibt seit etwa 4 oder 6 Wochen, ich habe es vergessen, die erste chinesische Militärbasis auf dem afrikanischen Kontinent und auch die befindet sich in Djibouti. Das heißt, theoretisch haben die französischen Militärs, die chinesischen Militärs und die amerikanischen Militärs, die auf einem kleinen, Djibouti ist ein kleines Land, nicht weit entfernt voneinander da residieren, zu einer Diversifizierung dieser abhängigen Strukturen beigetragen und dabei natürlich den Vorteil genutzt, dass sie als kleines Land weniger angreifbar sind als andere Länder. Hinzu kommt aber jetzt, ich bin ja ein Jahr lang in Somalia gewesen. Das war eine relativ frustrierende Erfahrung. Ich war da für die Europäische Union als politischer Berater, kam vor Ort an und dann sagten mir aber Teile der Militärs, waren Spanier, sie bräuchten keine Beratung, sie wüssten, was sie tun. Neben mir hatte ich einige deutsche Soldaten, ich habe es vorhin schon erzählt, die immer auf die Uhr guckten, das waren etwa 10 Soldaten. Ich sage, warum guckst du immer auf die Uhr? Er sagt, die Uhr zeigt mir an, wie viele Stunden ich noch hier im Land bleiben muss. Also sie hatten nicht den Eindruck, dass sie furchtbar viel würden ausrichten können. Das ist auch so mit 10 Soldaten, die dann ab und zu Trainingskursen rausfahren, aber auch nur rausfahren können, wenn es keine einheimischen Explosives auf der Straße gibt. Also die waren nur frustriert, hatten nicht den Eindruck, dass sie viel erreichen konnten. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Eigeninteressen von einigen europäischen Ländern und Soldaten da eine große Rolle spielten. Wenig erreicht haben wir. In der Zeit, in der ich da war, durfte ich einmal mit dem Panzer davor, mit dem Panzer dahinter, mit kugelsicherer Weste in den Präsidentenpalast fahren, mit Umwegen, damit niemand den Weg voraussehen konnte. Also hochgefährlich. Und Sie werden es ja der Presse entnommen haben, in Somalia gibt es jetzt eine neue Regierung, die alle begrüßt haben als einen Fortschritt im Hinblick auf Demokratisierung und Frieden. Und es hat ja vor 3 Wochen in Somalia in der Geschichte des Landes den größten Sprengstoffanschlag gegeben mit 400 Toten und mehreren 100 Verletzten. Und man darf darüber spekulieren und das ist auch Teil der europäischen Politik, die sich darüber kümmern muss. Wir schweigen darüber oder wir wissen nichts, wir wissen zum Teil auch nicht genug. Aber in meiner Wahrnehmung oder in der Wahrnehmung somalischer Kolleginnen und Kollegen hat dazu beigetragen, zu diesem Anschlag, die sind also mit Lastwagen reingefahren in Mogadischu und haben dann die Explosion bewirkt, wie gesagt 400 Tote und fast 1000 Verletzte, hängt auch damit zusammen, dass zeitgleich, man kann das jetzt nicht genau belegen, den Zusammenhang, aber es hängt damit zusammen, dass die Leute aus dem Süden kamen, wo die Amerikaner mit Drohnen, die sie eingesetzt haben, unter anderem Zivilisten, vor allem Kinder aus dieser Region getötet haben. Und es gibt, wie gesagt, man kann das noch nicht beweisen, aber auch Hinweise darauf, dass diese Explosion in Mogadischu ein Resultat oder eine Gegenreaktion war gegen den Versuch der Regierung, jetzt mit Drohnen Al-Shabaab, also der Opposition, militärisch auf den Leib zu rücken.
Und Sie sehen hier, und das ist das Problem, das man hat, dass sozusagen das gegenseitige sich Verstärken von solchen Aktionen, man kann sich da fragen, wird das langfristig zu einem Frieden führen? Das ist kompliziert, zum einen, weil Teile von Somalia, nämlich Somaliland, unabhängig werden wollen, international aber nicht anerkannt sind. Somaliland hat vorgestern Wahlen gehabt, die sind relativ friedlich verlaufen, aber sie würden nicht Teil eines vereinten Somalia werden wollen. Und zum Zweiten kann man sich natürlich fragen, auch selbst wenn man unterstellen würde, dass die Drohnenangriffe der Amerikaner antiterroristisch gut gemeint sind, man weiß es nicht, kann man sich natürlich fragen, produzieren sie nicht gegen ihre eigenen Wünsche einen weiteren Terror, indem sie weiter zu einem Terror beitragen? Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn dem so ist, welche Möglichkeiten gäbe es für die internationale Gemeinschaft, denn hier Einfluss zu nehmen und im Hintergrund zu verhandeln? Vielleicht bin ich naiv, aber ich hielt es für sinnvoll, wenn Deutschland, Frankreich, die EU zumindest den Somalis, den verschiedenen Parteien anbieten würden, einen Verhandlungsmodus. Das muss nicht unbedingt offiziell sein, das kann hinter den Kulissen sein. Man muss da Verhandlungsformate finden, aber ich sehe keine militärische Lösung des Konflikts in Somalia voraus, der inzwischen ja über 2 Jahrzehnte dauert und nicht dazu beigetragen hat, das Land zu befrieden. Das heißt, hier wäre auch eine Frage, brauchen wir nicht eine neue Strategie und müssen wir nicht auch in unserem Antiterrorbemühungen etwas vorsichtiger sein? Und damit komme ich zum Ende. Das bringt mich zu Libyen, das bringt mich zu der französisch-britisch-amerikanischen Intervention beim Sturz Gaddafis in Libyen. Ich bin selbst damals sollte nach Libyen fahren für die Regionalorganisation IGAD, für die ich gearbeitet habe, durfte aber nicht, weil Gaddafi das nicht wollte. Also nicht, weil er mich nicht wollte, sondern weil er keine Ausländer aus dem Westen haben wollte. Gaddafi wurde gestürzt, aber wir haben ja alle gesehen, was darauf folgte. Also das militärische Engagement in Libyen hat ja dazu geführt, dass ein Großteil der Waffen, vor allem der Tuareg im Norden Malis, sich dann zurückgezogen haben, nach Mali ihre Waffen mitgenommen haben, dass es die politische Krise in Mali gibt, die nach wie vor anhält. Und es wäre auch die Frage, müsste nicht ein Historiker, müsste nicht ein Politologe, müsste irgendjemand, der das interessiert, beobachtet, auch der europäischen Politik die Frage stellen, insbesondere den Briten und den Franzosen, habt ihr nicht zu dieser Eskalation beigetragen? Heute ist die Situation in Libyen schrecklich, nicht nur wegen der Flüchtlinge, sondern auch, weil es politisch keine Einheit gibt. Macron hat jetzt versucht, die Gegner einzuladen. Ob das gelingt, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber man kann natürlich auch die Frage stellen, habt ihr nicht zu dieser Art von Terrorismus beigetragen durch eine militärische Intervention? Und damit stellt sich natürlich insgesamt die Frage, gibt es sehr effiziente Möglichkeiten einer militärischen Intervention? Frau von der Leyen und Macron haben gesagt, das Engagement der Europäer, der Franzosen und der Deutschen in Mali würde mindestens 10 Jahre dauern, nach allem, was wir wissen. Und sie haben darauf verzichtet, zu sagen, was sie innerhalb der 10 Jahre erreichen wollen. Also hier fehlt es der europäischen Politik auch an vorausschauenden Analysen, die ihre eigenen beschränkten Möglichkeiten mit einbeziehen. Und wenn dem so ist, ist natürlich die Frage, mit wem will man zusammenarbeiten, mit wem will man nicht zusammenarbeiten. Man wird, das schreibt ein Kollege von der Bundesuniversität in München, dann auch mit Diktatoren zusammenarbeiten müssen, die mehrere tausend Menschen auf dem Gewissen haben. Aber vielleicht sei es sinnvoller, mit denen ins Gespräch zu kommen, als zu versuchen, im Rahmen einer nicht effizienten militärischen Interventionspraxis auf die Dauer nicht viel ändern zu können. Ich bedanke mich. Ja, vielen Dank, Herr Professor Brüne, für diesen eindrucksvollen und aufschlussreichen Vortrag. Ich gehe davon aus, dass es so viele Fragen gibt. Also wir haben jetzt etwa eine halbe Stunde
Zeit für Fragen und dann gibt es einen Umtrunk. Und wir haben noch also ein volles Programm für Leute, die den Film Felicité dann schauen wollen, an der nächsten Zeit bis 19.30 Uhr. Gut, ja, Sie haben das Wort, ja. Herr Professor Brünner, als erster Teilnehmer, vielen Dank für den hochinteressanten Vortrag. Übermorgen wird ja wieder die deutsch-französische Freundschaft beschworen werden, die ja früher eine Erbfeindschaft war. Die Erbfeindschaft hätte vermieden werden können, meine ich persönlich. Und inwiefern kann die Tatsache, dass die Erbfeindschaft jetzt zu einer Erbfreundschaft geworden ist, Modellcharakter haben für Konflikte in der Welt, auch in Afrika? Oder was kann die deutsche Erbfreundschaft beitragen, um Konflikte in Afrika, da gibt es ja verschiedene Ansätze deutscher Seite und französischer Seite, sollte man da nicht besser kooperieren, um Konflikten in Afrika zu helfen, die positiv zu befördern? Vielen Dank. Ist es an? Ist es an? Ja. Ja, also Sie haben recht, dass ich sehe hier auch eine gewisse Notwendigkeit, weil es ja unterschiedliche Positionierungen gibt, sowohl der deutschen Bundesregierung als auch der französischen Regierung, im Hinblick auf ein auslandsbezogenes Engagement. Und die französische Geschichte, wie Sie sagen, ist eine andere als die deutsche. Was wir meines Erachtens brauchen, ist einen Dialog darüber. Wir brauchen einen offenen Dialog darüber, welche Schwierigkeiten, und da sollten wir dann nicht nur noch von Freundschaft reden, sondern wir sollten einfach ganz uns ein wenig zurücklehnen und uns vielleicht auch zunächst angucken, wer hat welche Interessen vor dem Hintergrund welcher historisch gewachsenen Konstellation. Und da unterscheiden sich Deutschland und Frankreich erheblich. Und dann wäre es ja vielleicht eine Überlegung wert, kann man aus diesen historischen Unterschieden nicht versuchen, in Zukunft etwas Positives zu machen, indem man sich darüber verständigt, was man machen kann. Und verständigen darüber, was man machen kann, sollte man nicht idealistisch nur, indem man sagt, die Deutschen sind stärker normativ orientiert und die Franzosen sind realpolitisch und wollen eine klientelistische Vergangenheitspolitik fortsetzen, sondern es sollte dann beginnen mit einer Analyse, wer hat welche Interessen. Wie viele Soldaten gibt es, warum, wer finanziert das, wer sind die einflussreichen Gruppen in Paris, wer sind die einflussreichen Gruppen in Berlin. Und dann müssten wir auch auf europäischer Ebene darüber, jetzt auch vor dem Hintergrund und unter dem Schirm der in Aussicht genommenen gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, einen offenen Dialog führen, der die Interessen, die unterschiedlich gewachsenen Interessen benennt. Das wäre zunächst mal aus meiner Sicht ein erster absolut unverzichtbarer und notwendiger Schritt. Also seien wir nicht idealistisch, benennen wir die Unterschiede, die wir haben, und gucken dann, wenn wir identifiziert haben, wer hat warum, historisch, ökonomisch, politisch, kulturell, welche Interessen, welche Strategie könnten wir eigentlich entwickeln, um im Laufe einer Dekade die Widersprüchlichkeiten ein wenig zu reduzieren. Okay, vielen Dank. Also ich möchte mich also bei Ihnen bedanken für Ihren ausgezeichneten Vortrag. Und ich habe eigentlich zwei Fragen. Meine Frage ist, als Afrika-Experte, wie schätzen Sie die Chance für die Länder von UEMOA, die gemeinsam eine diese Währung haben, Franc-CFA, wenn sie versuchen, ihre eigene Währung zu schaffen, als wenn sie versuchen, also raus aus dieser Franc-CFA und ihre eigene Wirtschaften. Meine zweite Frage ist, also momentan wir sehen, dass viele junge Afrikaner versuchen in Europa zu kommen und viele sind also durch diese Reise gestorben ins Meer. Wie könnten wir also diese Immigration, diese Fluchtursache bekämpfen und Perspektive von in Afrika diese Jungen zu bieten? Und meine letzte Frage ist, also wie sehen Sie, dass man, wenn man sieht, Afrika, die Länder, die damals Kolonie von England sind, entwickeln sich besser als die Länder, die französische Kolonie waren. Also nach Ihrer Meinung, was ist also wo liegt das Problem? Danke.
Ja, also das Erste, was die gemeinsame, also die Währung Franc CFA angeht, da gibt es ja in Afrika seitens der Regierung sehr unterschiedliche Positionen. Ich glaube, als neutraler Beobachter, in Anführungsstrichen, würde man sagen, das macht Sinn aus afrikanischer Sicht, hier zu einer gemeinsamen Währung zu kommen. Auch die Diskussion über die Zollunion der Afrikanischen Union und dergleichen macht. Aber es gibt natürlich afrikanische Regierungen, die sozusagen so vernetzt sind, auch ökonomisch vernetzt sind, dass sie das als einen Nachteil für ihre eigenen Interessen, und das betrifft natürlich zum Teil französische Unternehmen, wahrnehmen würden. Deshalb ist das für mich eine offene Frage, wie sich das weiterentwickeln wird. Was die Flüchtlinge angeht, das ist ja alles, ich sehe keine kurzfristigen Instrumente, wie man damit umgehen kann. Man kann es zum Teil in einer politischen Agenda machen, aber ich sehe nicht, wenn ich an den einzelnen Flüchtling denke, habe ja auch länger in Eritrea gelebt. Wenn Sie sehen, die meisten kommen Flüchtlinge aus Eritrea, die müssen dann wie viel zahlen oder deren Familienmitglieder, damit sie dann nach Libyen kommen. In Libyen kommen sie in Lager und so weiter und so fort. Und die Versuche jetzt sozusagen auf europäischer Ebene zu reagieren, unter politischem, innenpolitischem Druck vor allem, die sind einerseits natürlich nachvollziehbar und auf der anderen Seite aber wirkungsarm, sagen wir es mal so. Das heißt, ich sehe keine Kurzfristlösung, also aus einer operationalen Perspektive sehe ich keine Kurzfristlösung. Das wird weiter andauern, dabei werden noch weitere Menschen sterben und ich sehe nicht, wie das politisch schnell gelöst werden könnte. Indirekt müsste man natürlich sagen, müsste man solche Länder unterstützen, aber wenn ich mir angucke, auch den Marshallplan der deutschen Bundesregierung, die sind ja so abstrakt, dass sie nicht falsch sind. Aber sie sind auch so wenig konkret, dass sie keinen großen Unterschied machen für die Leute vor Ort. Ja, jemand hat sich... Ja, also das ist schon ein Unterschied, das geht aber auch historisch auf die Geschichte zurück. Also die Briten hatten ja immer schon die Indirect Rule. Und während in Frankreich, doch, wenn Sie sich die Karte von Mali angucken, sehen Sie, dass da mit einem Lineal in einem Pariser Büro die Grenze gezogen wurde. Also das ist ein historischer Unterschied. Die Franzosen haben eine zentralistischere Politik. Die Briten haben, ich bin jetzt sehr allgemein, eine stärker dezentral und an ökonomischen Interessen orientierte Politik, während in Frankreich doch immer noch das politische Zentrum Paris und eine relativ eng vernetzte Klientel in Paris eine große Rolle spielt bei der Beeinflussung französischen Außenhandels in Westafrika. Und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Das wird weiter Konflikte geben. Wahrscheinlich bedarf es schon eines Generationswechsels, auch auf afrikanischer Seite, bevor sich hier etwas wesentlich anderes ändert. Also ich habe eigentlich keine Frage, sondern ich wollte vielleicht nur eine kurze Wortmeldung, einen kurzen Beitrag hier leisten. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass zum Beispiel diese Decoupage-Politik von Afrika in Paris, also nach meiner Erkenntnisse war das in Berlin 1887 und nicht in Paris gemacht worden. Und zweitens, Sie haben auch gesagt, dass die französische Armee im Rahmen einer UN-Mission in Mali tätig ist, was eigentlich auch nicht so stimmt, weil in Mali wir haben drei verschiedene Missionen. Die MINUSMA von der UNO, wir haben die Franzosen, ja, die im Rahmen von einer anderen Mission tätig sind, und die Ausbildungsmission der EU. So, ich denke, das ist halt ganz wichtig, dass man die drei auch mal noch im Kontext hält. Aber ich glaube, zumindest, dass meine persönlichen Erwartungen heute nicht erfüllt worden sind, weil ich der Meinung bin, dass im Prinzip das größte Problem, was wir haben, heute gar nicht so besprochen wurde, nämlich, dass weder Frankreich noch Deutschland sonst wie Freunde haben kann, sondern nur Interessen. Dass, ob das heute ist oder morgen ist, nur die Interessen
der jeweilige Länder wird auch das Verhältnis zwischen Afrika oder der Länder Afrikas und der Länder Europas bestimmen. Und dass aus meiner Sicht gar kein europäisches Land ein Interesse daran haben kann, dass es in Afrika dem, oder den Afrikanern gut geht. Und das ist aus meiner Sicht einfach so. Das müssen wir hinnehmen, wie als Afrika, aber das muss uns auch bewusst sein, weil sonst werden wir niemals eine Lösung für unsere Probleme finden. Zweitens, aufgrund dieser Interessen wissen wir ja, dass es jahrelang so der Fall war, dass die Franzosen eben die Regierungen abgesetzt haben und die an der Macht gebracht haben, die für ihre Interessen da verantwortlich und bereit war zu sterben. Und das gibt es eigentlich auch heute noch. Das Problem Mali, ich komme selber aus Mali, ich komme aus dem Norden, was jetzt betroffen ist. Ich kann selber einen Vortrag darüber halten, aber ich kann Ihnen sagen, die Tuaregs, mit denen bin ich zusammen in der Schule gegangen. Und bis heute kenne ich auch viele, die dort sind. Aber wo waren die alle? Die waren alle in Frankreich. Ja, seitdem man vor 25 Jahren die Waffen dort abgebrannt habe, sind sie alle nach Frankreich gekommen. Die waren alle hier. Ich möchte das Wort jetzt nicht, vielleicht in bilaterale Diskussion können wir, aber ich wollte nur sagen, die Interessen der europäischen Länder liegen nicht darin oder können nicht darin liegen, dass wir Afrikaner uns überhaupt weit entwickeln. Und das ist, denke ich, das größte Problem, was wir heute haben. Gleich reagieren. Also meine Frage an Sie wäre, wer sind die Afrikaner? Wie erklären Sie mir, dass es auf dem afrikanischen Kontinent sehr unterschiedlich zusammengesetzte und interessierte Regierungen gibt? Und wie würden Sie denn die Machtressourcen und die Eigeninteressen afrikanischer Eliten definieren? Und zwar nicht in einem anti-imperialistischen Diskurs, wenn Sie sagen, wir sind jetzt dagegen, die Ausländer und so weiter und so fort, sondern wie verhalten Sie sich zu den offenen Konflikten, die es ja auch in Mali zwischen verschiedenen Gruppierungen gibt? Wie gehen Sie damit um? Was empfehlen Sie? Und dann reden Sie bitte nicht von die Afrikaner, sondern dann reden Sie von bestimmten Gruppierungen, die selbst verschiedene Eigeninteressen haben. Ja, gerne. Also wenn ich von den Afrikanern rede, dann rede ich eigentlich nicht von dieser Elite, weil diese Elite sind für mich ein Teil des Systems. Also die gehören zu den Vertretern der europäischen Interessen. Also der Präsident Ibrahim Boubacar Keïta, der hat die gleiche Schule besucht wie der François Hollande. Da sind Kumpel und der kauft seine Brille in Frankreich, seine Medikamente kommen aus Frankreich, selbst sein Essen kommt aus Frankreich. Von daher kann er nicht Teil von den Afrikanern, von denen ich rede. Ich rede von den Afrikanern, die heute in Timbuktu, in Gao, in Kidal ja wohnen und leben und versuchen tagtäglich über die Bühne zu kommen. Und diese Afrikaner haben unter sich kein Problem, ja, weil wir sind alle miteinander verwandt, verheiratet und so weiter und so fort. Natürlich gibt es historische Schwierigkeiten, die wir haben aufgrund von diesen Grenzteilungen. Ja. Damit müssen wir klarkommen. Aber selbst da sage ich, 1887, wie viele Jahre haben wir Afrikaner, ich rede nicht von diesen Eliten, Zeit gehabt, diese Grenzen zu überwinden. Wir haben es nicht geschafft. Das müssen wir uns selbst als Afrikaner, ja, auf die Kappe schreiben. Dafür sind nicht die Europäer schuld. Und ich rede auch nicht, dass alles, was wir in Afrika haben, dass die Europäer schuld sind. Ich sage nur, sie vertreten ihre Interessen und wir Afrikaner müssen auch unsere Interessen vertreten. Nur so können wir es in der Mitte treffen. Solange wir das nicht machen, uns von dieser korrupten Elite sehen wir doch in alle frankophonen Länder Afrikas. Alle, die an der Macht bis heute gekommen sind, sind alle Leute, die in Frankreich studiert haben. Das kann kein Zufall gewesen sein. Und meistens an der INA oder an der Sorbonne. Das ist doch Dinge, die auch für sich selbst sprechen. Ich denke, darum geht es mir. Wir und die gehören zum System. Ich will das gar nicht Franzafrika nennen. Es gibt viele andere Gruppierungen, die Franc-Maçon, es gibt viele andere Gruppierungen, die Teil des Systems sind. Was ich denke ist, dass wir Afrikaner uns wirklich bewusst sind, was unsere
eigene Interessen sind, das müssen wir klar definieren. Und solange wir das nicht machen, brauchen wir gar nicht über die andere. Und wir brauchen auch nicht, was von den Europäern zu erwarten, weil eben sie brauchen die Bodenschätze, die brauchen diesen politischen Einfluss, sie brauchen viele andere Dinge. Habe ich das soweit beantwortet? Also sagen wir mal, ich würde mit Ihrer Analyse übereinstimmen. Dann würde ich mich trotzdem fragen, was kann man konkret tun angesichts dieser Zusammenhänge? Und natürlich ist der eine auf diese Schule gegangen und Sarkozy war bei der Hochzeit von irgendjemand anders anwesend oder als Taufpate und so. Das gibt es alles, aber was hat das für Konsequenzen für eine, wenn Sie in der Lage wären, jetzt in einem Ministerium zu sitzen? Was würden Sie denn konkret machen, wenn Sie es mit einer solchen Ausgangssituation zu tun haben? Was Sie machen, ist moralisch sympathisch, aber mir ist nicht klar, welche Schritte Sie einleiten würden, wie lange das dauern würde, welche Institutionen und wie Sie das machtpolitisch organisiert durchsetzen wollen. Ich würde eine Generation 0, als Ausgangspunkt nehmen und diese Generation 0 richtig bilden, ausbilden, weiterbilden, ja, weil diese korrupte Generation, diese verdorbene Generation, damit will ich nicht anfangen können. Ich will eine Generation 0, vielleicht die 6-Jährige, die heute sind. Das ist meine Zukunft. Ich will keine Lösung, die nur 2 Jahre oder 3 Jahre ja, greifen werden, sondern die Generation 6 Jahre heute. Dann wollte ich die, dann will ich die richtig bilden, weiterbilden, ausbilden, qualifizieren, damit sie in 20 Jahren wirklich auch ihr Interessen bestimmen und ihre Interessen verfolgen. Eine letzte Bemerkung, wir können ja nachher nochmal bei einem Glas Wein dann weiter darüber reden. Was machen Sie mit folgender Situation, die ich erlebt habe in Somalia? Sie haben unterstützt und ausgebildet von der äthiopischen Armee vor allem und von der ugandischen Armee und von den Kenianern. Sie haben Trainingscamps, Sie haben Leute ausgebildet und dann am Ende Ihrer Ausbildung kriegen die $1 mehr und zwar von Al-Shabaab. Also wechseln Sie zu Al-Shabaab. Und das sind keine Ideologen, sondern das sind junge Leute, die sonst keine Ausbildung haben und die sonst kein Einkommen haben und die natürlich lieber $1 mehr nehmen pro Tag als weniger. Was machen Sie mit einer solchen Situation? Wenn die Leute gut ausgebildet sind, also hier gibt es auch viele Leute, die mehr hätte verdienen können, wenn sie nur korrupt gewesen wären. Die machen das aber nicht. Warum? Ja? Weil sie einfach gut ausgebildet sind. Darum geht es. Hier gibt es jeder Richter, der hat die Möglichkeit, theoretisch mehr zu bekommen. Er macht es aber nicht, weil er richtig gut ausgebildet ist. Weitere Fragen? Danke. Da wurde ein paar Wörter erwähnt, und zwar Generationswechsel, was mir sehr wichtig ist. Und die Wahrnehmung eigentlich der europäischen Ansätze, militärische Ansätze, also in Afrika. Wir haben eine eigene Wahrnehmung als Afrikaner zu diesem Thema oder zu diesen Konflikten. Mir interessiert jetzt hier die Wahrnehmung der europäischen Bürger, ja, weil wir ja von einem Generationswechsel sprechen. Haben Sie mal darüber gedacht, ja? Und mir würde eher interessieren, was die Kommilitonen und Kommilitonen, die ich hier habe, davon halten, ja, genau. Haben Sie mal versucht, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Würde mal fragen. Ich sehe das als Teil eines Jahrzehnte andauernden Transformationsprozesses. Das passiert nicht von heute auf morgen. Es wird auch nicht heute, nicht morgen plötzlich eine bessere Generation geben,
sondern sie wird lernen, sie wird sich vielleicht realpolitisch anpassen, sie wird das eine oder andere korrigieren, was die Vorgänger gemacht haben, aber es wird nicht von heute auf morgen sozusagen das normativ vorzeigbare Afrika geben können. Dazu sind die europäischen Einflüsse, aber auch sozusagen die in Anführungsstrichen Unterentwicklung des Bildungswesens und so weiter und so fort spielen eine zu große Rolle. Als wir brauchen eine über Jahrzehnte angelegte Langfriststrategie, und es gibt ja auch Wissenschaftler, die darauf hinweisen und sagen, die Europäische Union hätte sich damit bislang nicht hervorgetan. Wir sollten zumindest anfangen, darüber mal aus realpolitischer Perspektive nachzudenken. Was machen wir, und ich sage es Ihnen nochmal zu einem zweiten Fall konkret, Südsudan. Schon gesagt, das ist das Land, 12 Millionen Einwohner, dann sind sie unabhängig. Inzwischen sind 6 Millionen Binnenvertriebene oder in den Nachbarländern auf der Flucht. Sie haben weltweit die zweitmeisten Generäle. Was macht man da? Man hat sozusagen einen Präsidenten, dem viele bescheinigen, er sei auch nicht sozusagen intellektuell herausragend, der aber machtpolitische Erfahrungen hat als jemand, der einen Unabhängigkeitskrieg mitorganisiert hat. Wie geht man damit um? Sanktionen, helfen die? Sollte die internationale Gemeinschaft versuchen zu intervenieren? Die amerikanische Botschafterin war jetzt da. Wenn das nicht passiert, dann wird es weitergehen mit den internen Auseinandersetzungen. Also die Frage ist, welche Einflussmöglichkeiten hätte äußere und europäische Politik überhaupt und was würden Sie vorschlagen? Glauben Sie, dass das französische Engagement unter Macron jetzt in seiner Amtszeit mehr werden wird oder gleich bleibt oder eher zurückgeht? Weil ich glaube, dass Macron zurzeit sehr viele auch innerpolitische Probleme hat, um die er sich kümmern muss. Und insofern, also wie ist Ihre Einschätzung dazu? Also vorsichtig, wir wissen noch zu wenig. Wir haben nur die Rede in der Sorbonne verfolgt, dass er sagt, gemeint nicht stärker organisiertes und strukturiertes europäisches Verteidigungs- und Sicherheitshandeln. Das ist vor dem Hintergrund auch der Attentate in Frankreich, Nizza und so weiter und so fort verständlich. Operation Sentinelle. Wie er sich langfristig entscheiden wird, vermag ich im Moment nicht vorauszusehen, würde auch nicht darüber spekulieren. Meine Hoffnung bestünde aber darin, dass es gibt ja auch von deutscher Seite, die gesagt haben, wir wollen das im Grunde, aber wir wollen es auch stärker diversifiziert haben und nicht nur als Franco, deutsch-französische Geschichte organisieren. Das ist im Moment noch ein Prozess, der gerade erst begonnen hat, schwer vorauszusehen. Aber ich sage es mal umgekehrt, es ist das erste Mal, dass die Hoffnung besteht, dass die französische Politik sich reformieren würde. Unter Fillon, unter Juppé wäre das nicht der Fall. Also Juppé, was Juppé oder Fillon, die dann gesagt haben, keine Einmischung und keine Indifferenz. Aber dabei blieb es dann auch und praktisch hatte sich wenig geändert. Also auch das ist ein zeitbezogener Prozess, dessen Ergebnisse sich im Moment nur schwer voraussagen lassen. Die Hoffnung, da komme ich jetzt zu den afrikanischen Kollegen, vielleicht gibt es ja auch in Frankreich sowas wie einen Generationswechsel. Mit Blick auf die Afrikapolitiken Deutschlands und Frankreichs, welche Rolle sprechen Sie denn Marokko hierbei zu? Da muss ich sagen, ich bin kein Spezialist, was Marokko angeht, und den Norden angeht. Aber Marokko hat sich ja jetzt, nachdem sie nicht Mitglied der Afrikanischen Union waren, ist ja jetzt Mitglied geworden. Das heißt auch ein langer Prozess. Es hat immer ein bisschen eine Sonderstellung gehabt, auch vor dem Hintergrund der innenpolitischen Konstellationen. Aber ich weiß zu wenig über die Interna, um jetzt substanziell was sagen zu können. Es wird sicher eingebunden werden in die Bemühungen der Afrikanischen Union, aber auch da, und das ist auch eine Antwort auf die afrikanischen Kollegen, es gibt ja doch, wenn man so will, das ist jetzt plakativ, sozusagen nach wie vor ein frankophon orientiertes Westafrika und ein im übrigen Afrika positioniertes Afrika. Das gibt es ja nach wie vor und macht den Wahlen
jetzt oder bei der Bestellung des neuen Vorsitzenden der Afrikanischen Union hat man gesehen, dass diese historisch überkommenen Lager, nämlich das frankophone Lager und das in Anführungsstrichen anglophone Lager, unterschiedliche Positionen haben und ja auch um Posten konkurriert haben. Ich selbst habe das mitbekommen, mein ehemaliger Vorgesetzter bei IGAD, der Intergovernmental Authority on Development in Djibouti, hatte sich Hoffnungen gemacht, Kommissar der Afrikanischen Union zu werden und ist dann aber an westafrikanischem Widerstand gescheitert. Kann ich was dazu sagen? Also zu Marokko, ich glaube, also wenn man heute die Tendenz in Marokko sieht, man kann sehr schnell feststellen, dass Marokko als Großmarkt in Afrika werden möchte. Die haben fast, also die Banken zum Beispiel, fast in ganz Westafrika haben wir nur noch marokkanische Banken, während französische Banken sich zurückziehen. Und das geht auch mit Fluggesellschaften und so weiter. Also wenn man so geopolitisch analysiert, Marokko hat so als Ziel, Großmarkt in Afrika, in Westafrika, erstmal West- und Zentralafrika und vielleicht in den nächsten Jahrzehnten ganz Afrika. Ja, das ist schon eine Tendenz, die ganz klar, also, und man hat den Eindruck, dass es auch so mit Frankreich so abgestimmt ist, ja, weil die Franzosen, also zum Beispiel wirtschaftlich, dass die Franzosen sich zurückziehen und die Marokkaner dann, das merkt man bei den Telekommunikationen, Fluggesellschaften, Bankwesen und so weiter und so fort. Und das ist sehr stark, also in allen frankophonen Ländern. Als Beitrag. Danke. Wie wird es denn in Afrika wahrgenommen, also dass sich Marokko so positioniert? Das ist sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel Marokko kommt jetzt zurück in Afrikanische Union. Die waren ja bis jetzt nicht drin. Ja. Sie waren ja kein Mitglied der Afrikanischen Union. Und in den nächsten Wochen, Professor Brünner gesagt hat, das war auch sehr schwierig, weil viele wollten kein Marokko drin haben wegen der Annexion der Sahara. Und das war immer so eine heikle Frage, ob Marokko dann darf in die Afrikanische Union. Zurzeit gibt es so einen Konsens, dass es geht. Ja. Es gibt noch ein paar Länder, die nicht dafür sind, aber es ist immer weniger. Und das zeigt, dass Marokko und Marokko hat selbst politisch, auch wirtschaftlich, also sich selbst politisch und wirtschaftlich engagiert, damit es auch klappt. Und wenn man in einigen Ländern, also zum Beispiel in Gabun, wo Marokko fast alles bis jetzt gekauft hat, also alle Banken und es ist in Telekommunikations und so weiter, das scheint für die Regierung eine gute Lösung zu sein. Die Franzosen sind weg und die Marokkaner kaum. Und es gibt enge Beziehungen zwischen, zum Beispiel bei uns, also in Gabun, zwischen der König von Marokko und der Präsidentenfamilie. Also für die Bevölkerung, das ändert sich nicht so viel. Also für die Wahrnehmung es ist die gleiche Konstellation, das wird für die Bevölkerung nicht so viel ändern. Für einige, die sagen, naja, es ist keine Kolonialisten, die da kommen. Es ist vielleicht besser, denn man Afrika, also Süd-Süd-Beziehungen, wirtschaftliche Beziehungen hat. Aber ich würde sagen, es ist je nachdem, mit wem man dann spricht. Ob seine Interessen dann gewahrt sind oder nicht. Ja. Aber grundsätzlich, ich würde sagen,
die Leute finden auch gut, dass so also einige afrikanische Länder auch die Möglichkeit haben, sich also wirtschaftlich, weil das Marokko wird ja so wie ein Beispiel sozusagen, dass man auch sich entwickeln kann. Ja, ich habe eine Frage zur Rolle Chinas in Afrika. Das heißt, darüber hätte ich gerne noch ein bisschen gehört, wie das in der Gesamtkonstellation der Interessenlage, das fand ich sehr gut, wie Sie das dargestellt haben, dass das der erste Schritt sein muss, dass man sich mal klar wird und offen über diese Interessen spricht. Deutschland, Frankreich, Europa. Ja, vor dem Hintergrund, also wie welche Rolle spielt China in Afrika? Ja, eine wachsende. Also ich habe ja vorhin schon erwähnt, die erste chinesische Militärbasis in Djibouti. Die Chinesen haben, wenn man es so wollte, den komparativen Vorteil, dass sie zumindest offiziell sich in die Innenpolitik ihrer Partnerländer in Afrika nicht einmischen. Sondern im Vordergrund stehen ihre rohstoffbezogenen Interessen, Sicherung und so weiter und so fort. Das ermöglicht ihnen einerseits gute Beziehungen zu afrikanischen Ländern zu haben, weil es ja auch viele afrikanische Regierungen gibt, die sich freuen, wenn man sich in ihre Interna nicht einmischt und sie nicht diskutiert. Ich selbst habe das erlebt am Beispiel Äthiopiens, das inzwischen sehr gute Beziehungen zu China unterhält. Und da muss man aber auch sagen, die Chinesen, sie mischen sich nicht in die innenpolitischen Dialoge ein, aber sie sind auch auf eine Art und Weise billig und effizient, wie ich es aus anderen Ländern nicht kenne. Ich nehme Ihnen ein Beispiel. Als ich 1975 mit dem Chemin de Fer, den die Franzosen gebaut hatten, von Addis Abeba nach Djibouti fuhr, musste man zum Mittagessen irgendwie aussteigen, 2 Stunden Pause, dann fuhr man weiter im Hotel übernachten und kam am nächsten Tag dann mit der französisch gebauten Eisenbahn. Und damals gehörte das Gelände der Eisenbahn 200 Meter rechts und links von der Eisenbahn zu Frankreich, also es war französisches Territorium, kam man dann an. Inzwischen haben die Chinesen das übernommen, vor ein paar Wochen, und die ganze Reise dauert nur noch 8 Stunden. Die sind hervorragend organisiert. Sie haben in Addis Abeba, die im subsaharischen Afrika, die zweite Metro. Sie haben innerhalb von wenigen Jahren 40 Kilometer Metro gebaut. Das ist neben Südafrika die zweite Metro auf dem afrikanischen Kontinent überhaupt. Das Ticket kostet ungefähr 20 Cent, ist also auch für die Mehrheit der Bevölkerung erschwinglich. Und es hat die Staus und den Verkehr in Addis Abeba gewaltig reduziert. Was ich damit sagen will, ist, dass wir neigen manchmal dazu, das chinesische Engagement unter geopolitischen Konkurrenz, wer hat da mehr und so weiter, zu betrachten. Meine Erfahrung vor Ort ist, und ich war selbst völlig erstaunt, als ich dann das erste Mal mit der Metro fahren durfte, als ich 75 waren das noch Pferde. Und dann war es plötzlich die chinesische Metro. Und das ist ein großer Fortschritt für die Mehrheit der afrikanischen Bevölkerung. Und in dieser Ambivalenz würde ich auch das chinesische Engagement sehen. Die haben eine Langfriststrategie. Ich habe die damals kennengelernt in ihrem Institut 75 in Addis Abeba. Da wollten die nur Sprachkurse geben und so weiter und so fort. Aber es ist inzwischen klar, dass sie eine über mehrere Jahrzehnte angelegte Strategie haben, die jetzt natürlich auch im chinesischen Eigeninteresse ist. Militärisch im Moment noch weniger. Man muss sehen, was aus der Militärbasis wird. Aber zumindest neutralisieren sie die Amerikaner und die Franzosen durch diese Militärbasis und sich dadurch, dass sie sich raushalten aus den innenpolitischen Schwierigkeiten, haben sie auch jenseits der innenpolitischen Differenzen innerafrikanischer Regierungen eine relativ gute Position, unterstrichen durch die relative Effizienz, auch billige Arbeitskräfte, die sie ins Land bringen. Noch zwei Fragen. Danke. Also ich bedanke mich zuerst für die
objektive Analyse. Ja, ich komme zurück zu uns Afrikaner, weil ich bin der Meinung, es ist immer einfach, den Schuld zu den anderen zu sagen, dass die anderen haben Schuld. Also eben haben Sie gerade sozusagen erwähnt über diese, ich komme zurück zu der Thematik der militärischen Einsatz in Afrika. Also eben haben Sie erwähnt, dass es gibt wenig empirischen sozusagen Funde darüber, was Sie genau erreichen vor Ort. Aber trotzdem sind Sie seit langem dort und haben auch vor, dort noch länger zu bleiben. Denn wie finden Sie jetzt uns Afrikaner? Was ist unsere Position darüber? Oder haben wir kaum ein Wort dazu? Also was uns Afrikaner betrifft jetzt, als Experte, was finden Sie unsere Position darüber? Danke. Auch da wird es in meiner Wahrnehmung keine schnellen Lösungen geben. Kenianischer Kollege bei IGAD, bei der Intergovernmental Authority in Development in Djibouti, der sagte immer, Politics is about contradictions. Und es kommt sicher oft darauf an, ob man das verbinden kann mit einer Langzeitperspektive. Also wenn Sie, wie gesagt, bei Al-Shabaab, heute bin ich für, morgen bin ich gegen dich, je nachdem, wer mich besser bezahlt, wenn ich solche Kontexte habe, dann brauche ich sozusagen parallel zu diesen schnell wechselnden Beziehungen eine Mittel- und Langfriststrategie. Und da wäre für mich schon, ich habe es vorhin schon gesagt, die Förderung von Bildungseinrichtungen im Zusammenhang mit einer Mittelschicht erfolgsorientierter als eine Politik, die heute militärisch da interveniert und übermorgen feststellt, das ist wenig erfolgreich. Also es gibt für mich keine schnelle Lösung. Und die Interessen, sehr unterschiedlichen und widersprüchlichen Interessen, werden weiter bestehen. Aber wir können beobachten, dass mit den Chinesen jetzt eine lange in Afrika nicht bedeutende ausländische Macht zunehmend an Einfluss gewinnt. Und dass sie an Einfluss gewinnt, sowohl im Hinblick auf militärische und rohstoffbezogene Interessen, aber auch bei der Förderung der Infrastruktur der afrikanischen Länder. Und dieses Doppelgesicht ist vielleicht ein Teil einer sinnvollen Langzeitstrategie, an der sich auch die Europäische Union orientieren könnte. Und dann hier von. Mir geht es darum, es wird jetzt die ganze Zeit gesagt, es gibt keine schnellen Lösungen und es hat alles mit einem Generationswandel zu tun, aber ich denke, es gibt schon relativ schnelle Schritte, die man gehen kann. Also es geht ja nicht darum zu sagen, ich brauche jetzt eine Lösung von heute bis morgen, aber es wurde jetzt auch ganz oft dieser Generationswechsel angesprochen und auch vorhin diese Generation Null, die es ja erst dann in 20 Jahren geben könnte, aber was müsste man dann jetzt hier in Deutschland wirklich machen? Weil wenn ich jetzt so an meine Schulzeit zurückdenke, ich habe da mal irgendwann so im Abi ein bisschen was über Südafrika gelernt und das war es dann. Und dafür habe ich aber die beiden Weltkriege 30.000 Mal durchgekaut, was auch gut ist, was auch wichtig ist, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber dafür, denke ich, wird über Afrika wenig informiert. Und um sich ein Verständnis, um das verstehen zu können, auch von unserer Seite her, um dann auch in diesen Generationswechsel reinzukommen, finde ich, muss Deutschland, muss Frankreich, muss Europa allgemein auch von den Informationen her, die an uns gelangen, viel mehr machen, damit überhaupt irgendwie von uns aus auch ein kulturelles Verständnis kommen kann. Ich denke, ich habe in den letzten 3 Tagen mehr über Afrika und die Kultur gelernt, durch die Filme und durch die Leute, mit denen ich gesprochen habe, als ich in meiner gesamten Schulzeit darüber gelernt habe. Und ich denke, es ist immer natürlich auf einer Seite einfach zu sagen, ja, es ist alles ein langer Prozess, aber für diesen Prozess gibt es ja schon kleine Schritte, die man relativ schnell gehen kann. Und was würde Ihnen denn da jetzt einfallen, was man da direkt jetzt konkret bildungspolitisch machen könnte? Also auf der politischen Ebene würde ich zunächst mal sagen, der Ansprechpartner müsste die Europäische Union sein. Federica Mogherini hat sich ja auch entsprechend geäußert. Das sind aber überwiegend sicherheitsbezogene Überlegungen, die da anstehen. Und die Zivilgesellschaft müsste eigentlich stärker den europäischen Diskurs mit beeinflussen und organisieren, auch im Hinblick auf von bislang nicht thematisierte Themen, die eine zivilgesellschaftliche Dimension haben und so weiter und so fort. Das wäre ganz wichtig. Und das Zweite ist, das A und O für mich ist
Natürlich sind bildungsbezogene Initiativen auch der Austausch. Also ich habe zum Beispiel, als ich in Osnabrück unterrichtet habe, das ist ganz spannend zu sehen, da gab es Ismael Weiß, der hat dann promoviert bei mir, dann wurde er Mitarbeiter im djiboutischen Außenministerium und inzwischen ist er der IGAD, also der Regionalorganisation Ambassador für den Südsudan. Das heißt, da haben Sie es mit politischen Karrieren zu tun. Oder vorgestern habe ich noch getroffen in Hamburg einen früheren Kollegen aus dem Südsudan, der nicht zu dieser korrupten Gruppierung gehört und der jetzt vor dem Hintergrund überraschender Ergebnisse zum stellvertretenden Minister geworden ist. Also Sie sehen, da gibt es, das kann man nicht immer voraussehen, aber da gibt es dann sozusagen doch einen Moment, wo sich integere Leute gegenüber Korrupten durchsetzen. Aber das tut mir leid, wenn ich es wiederhole, es ist natürlich ein Prozess, es geht nicht von heute auf morgen und es ist nicht nur der Generationswechsel, sondern die politischen Landschaften in Afrika müssten sich ändern und das tun sie nicht, wenn die afrikanischen Akteure aus unterschiedlichen Positionen daran konzentriert mitwirken. Und das könnte die Europäische Union auch, indem sie diesbezogene Diskurse, öffentliche Diskurse, Veranstaltungen, Bücher, Publikationen, Universitätsaustausch und so fördert. Dann eine letzte Frage, weil ich glaube, wir sind... sonst gibt es keinen Umbruch. Wie war der Einfluss des damaligen Ostblocks, insbesondere natürlich Russland, im sogenannten französischen Westafrika? Ich kenne eigentlich nur ein Land, das war Guinea, glaube ich. Und ich aus meiner eigenen Erfahrung war natürlich massiv der Einfluss in Sambia, Zimbabwe, Mosambik natürlich, damals in den ganzen Umbrüchen. Ja. Wie war das bei den anderen Ländern in Westafrika, in den sogenannten französisch beeinflussten Ländern? Ne? Also ich glaube, die Bedeutung war insgesamt geringer als in den französisch beeinflussten Ländern. Und auch auf der, ich habe gerade gestern noch irgendein Buch gelesen, da ging es darum, Mandela, der Frau Honecker Geld überwiesen hat. Das passierte natürlich vor dem Hintergrund einer Apartheid-Politik und damals hat sich vor dem Hintergrund des Ost-West-Konfliktes dann sozusagen die DDR engagiert auf Seiten der Anti-Apartheid-Leute und dann war man bei Frau Honecker. Und ich habe das selbst erlebt, auch in Äthiopien zur Zeit des Ost-West-Konfliktes. Da waren dann äthiopische und kubanische Soldaten unterwegs, vor dem Hintergrund des Ost-West-Konfliktes auch und auch die Sowjets. Also das hat mich alles, gut, diese Zeit ist vorbei, aber das war schon spannend zu sehen. Also vielleicht können wir damit, das ist jetzt sehr anekdotisch, aber dann schließen und nachher beim Wein drüber sprechen. Das werde ich so schnell nicht vergessen. Ich war in Addis Abeba und habe da unterrichtet an der Universität. Und im dritten Stock, ich hatte 8 Stockwerke, im dritten Stock, ich wohnte irgendwie im 7., Geburtstagsfeier von einem DED-Kollegen, Kollegin. So. Wir gehen da runter, wird gefeiert und ich sehe um 12, als ich müde werde und wieder in mein Zimmer hochgehe, sehe ich, dass eine DDR-Kollegin etwas eng tanzt mit einem Inder. Am nächsten Morgen um 5 kam einer von den 3 DDR-Kollegen, die da anwesend waren, nahm die beiden anderen mit, die beiden Mädchen mit, setzte sie in den nächsten Interflugzug und sie wurden zurückgeflogen nach Ost-Berlin, weil sie Kontakte gehabt hätten, die nicht erlaubt seien und so weiter und so fort. Also so war damals die Zeit. Und was noch hinzukam, auch was man im Nachhinein gelernt hat, die DDR, der Botschafter, in die offiziellen Veranstaltungen sah man den, er wurde selbst abgehört von der Stasi, das ist rausgekommen im Nachhinein. Diese Zeiten des Ost-West-Konfliktes hatten, darauf will ich hinaus, in meiner Wahrnehmung, mehr mit dem Ost-West-Konflikt als mit den afrikanischen Befindlichkeiten zu tun. Und die Afrikaner haben dann natürlich gesagt, gut, wenn wir keine Waffen mehr aus Amerika kriegen, dann wollen wir lieber
welche aus, dann kriegen wir sie aus der Sowjetunion und dafür müssen wir dann Sozialisten werden. Also es ist Mengistu Haile Mariam in Äthiopien, der hat dann gesagt, ich bin Sozialist, weil er im Grunde, ich will vereinfachen, weil er Waffen halt wollte aus der Sowjetunion. Danke. Dann ich möchte mich bei den also bei Professor Brünne dann bedanken für den Vortrag und auch dass er auch so konkrete Beispiele zu Fragen gegeben hat und auch bei den Organisatoren, also Frankreich Zentrum natürlich und SDS heißt das ja. Hier. Das ist ein Anagramm für ich weiß nicht, nur Saarländische Demokratie und Stiftung, genau. Ja. Und wie gesagt, es gibt einen Umtrunk und dann kommt den Film Felicité für heute Abend. Vielen Dank nochmal fürs Kommen.